anderthalb Jahre nach dem Aufruf in Clermont hatten sich am Bosporus mehrere 10.000 Kreuzfahrer versammelt, was für Byzanz eine logistische Herausforderung war. Die Versorgung des Heeres war ein Kraftakt des Kaisers Alexios. Das erste Ziel war Nicäa, das erst 1081 an die Rumseldschuken gefallen war. Es war ihre Hauptstadt. Die Belagerung begann im Mai 1097, als der Sultan in Armenien war. Am 19. Juni kapitulierte die Stadt. Der reiche Staatsschatz des Sultans fiel in die Hände des Kaisers. Die Kreuzfahrer wurden reich beschenkt, erhielten aber keinen Zutritt zur Stadt. Daher sahen sie sich um ihre Beute betrogen. Für weitere Unternehmungen waren die Kreuzfahrer nun optimistisch. Bald werde man in Jerusalem sein. Vorerst ging es aber in Anatolien weiter. Am 20. Oktober 1097 stand das Heer vor Antiochia, das seit Justinian stark befestigt war. Die Stadt war erst 1084 durch Verrat seldschukisch geworden. Erst am 3. Juni 1098 konnte die Stadt nach großen Verlusten erobert werden. Es folgten Plünderungen. Von einer Rückgabe an den Kaiser war keine Rede mehr. Das Heer war nun erschöpft. Kleinere Aktionen folgten. Nach der kampflosen Einnahme von Al-Bara wurde die muslimische Bevölkerung entweder getötet oder versklavt und ein lateinischer, nicht orthodoxer Bischof eingesetzt. Weitere Massaker folgten. Am 13. Jänner 1099 brachen die Kreuzfahrer nach Jerusalem auf. Ein Anführer schritt barfuß als Pilger voran. Muslimische Stadtherren erklärten sich schnell neutral oder kauften sich frei. Nun kommt auch eine neue Komponente ins Spiel. Sunnitischen Fürsten war es gelegen, dass sich die Aktionen auch gegen die verhassten Schiiten richten sollten. Relativ unbehelligt standen die Kreuzfahrer am 7. Juni 1099 vor Jerusalem, das ebenfalls eine starke Festung war. Jerusalem ist zwar eine heilige Stadt für den Islam, allerdings spielten die Metropolen Kairo, Damaskus und Bagdad eine viel bedeutendere Rolle. Die Bedeutung Jerusalems entstand vor allem jetzt mit der christlichen Eroberung der Stadt. Sie erfolgte am 15. Juli 1099. Nachdem die Gräben zugeschüttet wurden, um Belagerungstürme errichten zu können, gelang es an diesem Tag Gottfried von Bouillon, in die Stadt einzudringen und die Tore von innen zu öffnen. Schnell brach die Verteidigung zusammen. Es folgte ein Massaker an Muslimen und Juden. Arabische Quellen sprechen gar von 70.000 getöteten Moslems. Die Stadt wurde geplündert. Daraufhin zogen die Kreuzfahrer als fromme Pilger in die Grabeskirche ein. Der erste Kreuzzug war beendet. Die Eroberung Jerusalems 1099 hat sich als traumatisches Ereignis tief in das kollektive Gedächtnis der islamischen Welt eingegraben und wurde zum Sinnbild für den Kampf der Christen gegen den Islam. Am 29. Juli 1099 starb Papst Urban II., ohne vom Ausgang des ersten Kreuzzugs erfahren zu haben. Er hätte aber zufrieden sein können. Byzanz wurde geholfen. Die Seldschuken in Anatolien waren geschlagen, Antiochia und Jerusalem waren erobert.